Das Weltmeer. Unendliche Weiten. Wir schwimmen im Jahr 2200 oder kurz vorher. Dies sind die Abenteuer des Ruderbootes Entenbrust, das mit seiner ein Frau und ein Mann starken Besatzung seit 35 Minuten unterwegs ist, um fremde Galaxien trocken zu legen, neues Leben und nasse Füße. Viele Lichtjahre vom nächsten Ufer entfernt dringt die Entenbrust vor, in denen nie ein Mensch zuvor geschnorchelt hat. Dieses Mal wird mich niemand trockenlegen. Du kannst nicht ewig die Luft anhalten. Möge der Schnorchel mit dir sein. Währenddessen auf der USS OWXY ungelöst Pi mal Daumen 08 15 47 11 Ruderboot Entenbrust. Sie rutscht zurück. Oder schnellste auf dem See da. Oder? Kommt da irgendwas hinter mir? Nein. Na? Na bald. Was ist bald? Dreht ja bei oben. Was kommt da? Ui, da kommt er. Schöne Scheiße. Kann die USS Entenbrust denn jede Schnorchler am Trockenlegen der Milchstraße hindern? Und wer hat Schrödingers Katze Helium ins Futter gemischt? Doc, ich bin dein Brater. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn der Jedi-Schnorchler sagt: I'll be on Sonnendeck.